Herzlich willkommen zum Sunday Morning. So gut, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Kilian, ich bin Vollzeitmissionar im Home, bin im Bereich der Home Church. Wir starten heute unsere neue Lehrserie Impact. Das ist heute der 275. Sunday Morning. Und heute wird Johannes Hartl zu uns sprechen zu dem Thema rein in den Zeitgeist. Also es wird heute sehr philosophisch. Und du kannst dich wirklich freuen auf eine Reihe von coolen Impacts. Wir haben versucht, einen guten Querschnitt einfach der Gesellschaft zu nehmen, echt coole, ansprechende Leute zu uns einzuladen, die einfach aus ihrem Leben, da wo sie in der Gesellschaft eingesetzt sind, in den verschiedenen Bereichen, einfach erzählen und berichten werden, wie sie einfach ihr Leben mit Gott leben, wie sie ihr Umfeld positiv prägen. Also eine sehr spannende Lehrserie. Möchte ich ermutigen, wirklich da dabei zu sein und die mitzuverfolgen. Hier geht es in wenigen Minuten los. Siehst vielleicht schon hinter mir ein bisschen, so ist die Stimmung, die Leute kommen rein. Es ist aber ganz bewusst, dass wir unsere Türen ab 10 Uhr öffnen, 10.30 Uhr geht der Sunday Morning los. Und wir wollen einfach ganz bewusst so diesen Rahmen geben, dass wir connecten können, dass wir Leute kennenlernen. Es gibt draußen einen Kaffee, es gibt Brioche, Croissant. Und wir wollen einfach eine Kirche sein, die sich kennenlernt, wo man nicht einfach anonym nebeneinander sitzt, sondern eben, wo du die Möglichkeit hast, wirklich Gemeinschaft zu erfahren und neue Freunde kennenzulernen, neue Gefährten kennenzulernen, die dich einfach auf diesem Weg des Glaubens begleiten. Falls du dich fragst, was wir sonst so die ganze Woche machen, möchte einfach einen kurzen Einblick geben, was diese Woche wieder so los war. Wir beten täglich von Montag bis Freitag das Ukraine-Gebet im Dom. Wir treffen uns täglich um 12.30 Uhr ganz vorne unter der Domkuppel. Falls du aus Salzburg bist, herzliche Einladung, damit dabei zu sein. Wir wollen echt einstehen für diesen Frieden und wollen nicht aufhören zu beten um ein schnelles Ende und einen Frieden einfach in dieser Welt. Außerdem hatten wir heuer zum ersten Mal das Home Church Camp. Ein Camp für Teens von 11 bis 16 Jahren. Hat von Mittwoch bis Freitag stattgefunden, 3 Tage. Wir haben echt coole Action gehabt. Wir waren am Salzachsee, haben einige Turniere gemacht, haben eine Rallye gemacht durch die Stadt, ein Lagerfeuer am Abend. Es wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Ne? Und die Teens waren richtig hellauf begeistert. Wir haben echt coole Gemeinschaft einfach untereinander erfahren. Und es ist einfach echt ein schönes Privileg, da mit dabei zu sein und einfach so diesen Teens zu helfen, ihren Weg des Glaubens zu gehen und auch einfach christliche Freunde untereinander kennenzulernen. Also falls du Kinder hast in diesem Alter, kannst du schon mal vormerken, nächstes Jahr werden wir wieder ein Home Church Camp haben. Herzliche Einladung, wenn du zwischen 11 und 16 bist, dort mit dabei zu sein. Ansonsten haben wir auch immer eine Welcome Small Group. Es ist cool, dass wir am Sonntag im Großen zusammenkommen, Kirche im großen Stil leben. Aber genauso wichtig ist es auch, dass wir Kirche im Kleinen leben. Und dafür gibt es bei uns sogenannte Small Groups. Und bevor man aber in eine Small Group kommt, zugeteilt wird, muss man durch diese Welcome Small Group durchlaufen. Die findet alle 2 Wochen statt, bei Berner und Patrick im Wohnzimmer. Das heißt, wenn du interessiert bist, in so einer kleinen Gruppe mit dabei zu sein, melde dich einfach an, geh auf die Homepage home-church.tv und dort findest du alle Infos zu dieser Welcome Small Group. Außerdem startet am 27. September unser nächster Alpha-Kurs, der Alpha-Kurs deines Lebens, der Alpha-Kurs meines Lebens. Es gibt schon riesen Werbekampagnen bei uns in der Stadt. Wir haben 170 Plakate überall. Also wenn du die Straßen von Salzburg läufst, kommst du hoffentlich nicht drum rum, um nicht vom Alpha zu erfahren. Wenn du da im Team noch mit dabei sein möchtest, falls du Alpha-Kurs kennst, gerne auch melden. Oder falls du selber interessiert bist oder falls du Freunde hast, wo du sagst, so, hey, für die wäre das echt einfach ein Event, wo sie echt dabei sein sollten, ne? Weil man da einfach die Basics vom Glauben lernt, melde dich auch auf der Homepage an, sei dabei oder schau einfach eben, wo sind in deinem Umfeld Leute und ermutige sie, dorthin zu gehen oder nimm sie an der Hand und geh mit ihnen dort selber hin. Genau, und dann noch ein letztes Angebot ist der Ehekurs, Online-Ehekurs. Der startet am 20. September mit Sammy und Veronika. Auch herzliche Einladung, da dabei zu sein. Schauen wir auf unsere Homepage und dort kannst du dich anmelden. Genau, hinter mir wird jetzt gleich der Trailer losgehen. Und so gut, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen guten Sunday Morning und cool, dass du dabei bist. I am a slave.
Willkommen bei der Home Church. Herzlich willkommen bei der Home Church. Da herinnen Radio, Fernsehen, Internet, überall, wo ihr mit dabei seid. Wir freuen uns total, dass ihr alle da seid, freuen uns über die vielen Besucher. Man merkt, der Sommer geht langsam dem Ende zu. Mein Kleiner startet am Montag mit der Schule. Ich weiß gar nicht, wer mehr aufgeregt ist. Er oder ich. Er kriegt eine Schultüte, ich nicht. Mist. Eigentlich sollten Väter auch eine Schultüte kriegen, wenn sie aufgeregt sind für ihre Kinder. Wir starten mit einer massiven neuen Herbstserie und die heißt Impact. Impacting. Was heißt das? Das heißt Einfluss haben. Und manchmal haben wir als Christen so die Vorstellung oder die Idee, ja, die Welt ist so schlecht und so viele Krisen und alles Mögliche. Und warum ziehen wir uns nicht eigentlich in eine Höhle zurück und verschließen den Eingang und warten, bis alles zu Ende geht? Das ist überhaupt keine christliche Einstellung, sondern eine christliche Einstellung ist, dort, wo wir hinkommen, Hoffnung zu bringen, Gesellschaft zu prägen, Gesellschaft zu verbessern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass den Auftakt der heutigen Serie Dr. Johannes Hartl machen wird mit dem Titel Rein in den Zeitgeist. Und seid sehr gespannt drauf, was er dazu zu sagen hat. Das wird ein bisschen philosophisch starten. Und da er leider heute nicht da sein kann, waren der Mike und ich letzte Woche bei ihm und wir haben ihn recorded und haben ihn mitgebracht. Also freut euch heute auf einen tollen Input von Dr. Johannes Hartl. Jetzt lass uns beginnen und lass uns Gott die Ehre geben und lass uns Gott von Neuem suchen. Und wenn du irgendwelche Zweifel in deinem Herzen hast, ob es Gott wirklich gibt, dann fühle ich total willkommen. Und du kannst dir sicher sein, dass der rechts und links und oben und unten und vor und hinter dir auch manchmal Zweifel hat. Und ich glaube, es war Papst Benedikt, der gesagt hat, der Zweifel ist die Mutter des Glaubens. Und Gott sagt, dass er möchte, dass du ihn suchst. Und wir müssen uns immer wieder neu aufmachen, Gott zu suchen. Und immer neu aufmachen, ihn zu entdecken, weil er immer größer, weiter, tiefer, länger ist, als wir überhaupt denken können. Und wenn wir jetzt Lieder singen, da singen wir nicht Lieder, sondern wir sprechen Wahrheiten aus über Gott. Und diese Wahrheiten gehen tief in dein Herz hinein. Und wenn du mit den Texten nicht vertraut bist, don't worry, macht nichts, dann lass es auf dich wirken. Aber schau dir die Texte an und sag, das ist Wort Gottes, das auf dich kommt. Und es wird dich verändern. Und Gott führt uns. Und Gott sagt, wer nur ein bisschen die Türe öffnet, zu dem komme ich hinein. Aber wir müssen es immer wieder tun. Das ist ein lebenslanger Prozess. Vater im Himmel, ich möchte mein Leben ganz neu geben. Ich möchte dich ganz neu suchen. Und ich möchte mich ganz neu finden lassen und lieben lassen von dir. In der Gewissheit, dass du um mich bist, unter mir bist, überall von mir bist. Dass ich von guten Mächten, von deiner guten Macht geborgen sein kann. Vater, mein Gebet ist, dass du uns alle einhüllst mit der Gewissheit, dass du der Papa im Himmel bist, der 99 Schafe stehen lässt, um mich zu suchen. Lass uns Gott die Ehre geben und wenn du willst, steh auf. Unser Retter.
Kraft im Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten. Es liegt Kraft. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten. Es liegt Kraft noch einmal. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Warten auf den, denn du regierst für immer, Herr. Regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst. Wird niemals enttäuscht. Ja, niemand, der auf den Herrn vertraut, wird jemals enttäuscht. Niemand. Niemand, der auf den Herrn vertraut, wird jemals enttäuscht. Ja, niemand, der auf den Herrn vertraut, wird jemals enttäuscht. Gemeinsam singen, wenn ich kämpfe. Oh, und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, durch die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Oh,
als Kampf sehe, dann kannst du den Sieg sehen. Wenn ich von mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Denn es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Oh.
gehört dir allein. Herr, wir legen alles vor dich hin, heute Vormittag. Sagen, du bist unser Gott, der regiert, der siegen wird. Egal, wo wir stehen, egal, was uns gerade beschäftigt, egal, wie wir hier sind. Am Ende wird alles gut, Herr. Und wir schauen auf dich, Herr. Wir schauen auf dich, Gott. Wir vertrauen deiner Kraft und deiner Stärke, deiner Größe, deiner Treue, deiner Güte, deiner Freundlichkeit. Wir preisen dich, Herr. Den Platz. Zwei kurze Ansagen. Möchtest du deine Ehe auf ein neues Niveau bringen? Dann haben wir die Lösung dazu. Ehealpha. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ich sitze im Ruhrbott und komme nicht her, kein Problem, es geht über Zoom. Aber wenn du sagst, ich kann nicht, ich habe kleine Kinder zu Hause, wir sind ja nicht blöd. 20 Uhr Start, wenn die kleinen Kinder schlafen. Alle Infos findest du bei uns auf der Homepage zum Ehekurs. Er startet nächsten Dienstag. Sammy und Veronika machen ihn, ich glaube, zum dritten Mal, wenn ich mich nicht täusche. Und er ist fantastisch, dieser Kurs. Wir haben schon jede Menge Teilnehmer. Das Gute ist an seinem Online-Ehe-Alpha, dass es egal ist, wie viele teilnehmen. Und ich kenne eine ganze Reihe persönlicher, wunderbarer Geschichten von Ehepaaren, die das gemacht hat. Du machst einen gemütlichen Abend, du bestellst irgendwas oder der Mann fährt bei McDonald's vorbei, nimmt das Premium-Menü mit, überrascht seine Frau damit, deckt alles wunderschön auf mit Servietten und Plastikbecher und dann schaust du dir das Video an, bist bei Zoom dabei und bringst deine Ehe auf ein neues Niveau. Und wenn du sagst, klingt gut, ich habe nur ein Problem, mir fehlt der Partner. Habe ich die nächste großartige Idee für dich. Denn der Alpha deines Lebens startet live hier in Salzburg. Und wenn du in Duisburg bist, dann pack zusammen, kündig deine Wohnung, pack deine 7 Sachen ein und zieh nach Salzburg, denn das kannst du dir nicht entgehen lassen. Der Alpha deines Lebens startet am 27. September um 19.30 Uhr, genau hier. Und wenn du Leute einladen willst, dann mach das. Wir dürfen so großartig sehen, wie Alpha Menschen wirklich transformiert. Wie Menschen durch Alpha in Freiheit geführt werden, wie Menschen neu gestärkt werden und wie Menschen ganz viele neue, tiefe Freundschaften aufbauen. Also, wenn du irgendwo im Umkreis von 10 Flugstunden um Salzburg bist, dann sei auf jeden Fall am 27.09. da, alle Infos auf der Homepage. Dort kannst du dich auch anmelden. Jetzt geht's ab in die Kinderkirche. Kinderkirche mit Dagmar und Berner. Ihr kennt alle unsere Berner. Berner hat das Genre gewechselt, sie hat die Bühne verlassen und ist jetzt in der Kinderkirche. Dagmar und Berner hier hinten, alle Kinder ab 3 Jahren, ab in die Kinderkirche. Alle kleineren Kinder rauf in die Babylounge. Und alle Elux, das sind die 12- bis 16-Jährigen, ab zu eurem Programm Entrepreneurship und Leadership for the Young Generation, runter in die Dombuchhandlung. Alles zieht, alles geht, da-da-dam, große Aufregung, großer Bahnhof, wunderbar. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf die Message der Woche. Rein in den Zeitgeist. Es startet ein bisschen philosophisch, also mach's dir bequem, häng dich nicht innerlich auf, bleib dran. Wahnsinnig spannend und es ist uns eine Riesenehre, dass wir Dr. Johannes Hartl da haben mit dem Sunday Morning 275. Rein in den Zeitgeist. Los geht's! Herzlich willkommen zum Sunday Morning und zu dem Beginn einer Impact-Serie. In dieser Serie geht es darum, wie wir Verantwortung und Gestaltungsmut in die Gesellschaft hinein entwickeln können. Und in diesem ersten Teil geht es ein bisschen um das, wie unsere Welt allgemein gerade so tickt, wie sie denkt. Manchmal bezeichnet man es auch als Zeitgeist. Zeitgeist ist ja manchmal so ein negativ besetzter Begriff. So praktisch, wir müssen eine Antiposition einnehmen, nicht alles mitmachen, nicht allen Trends nachlaufen.
da ist was sehr Positives drin und gleichzeitig verleitet es manchmal Leute dazu, einfach alles abzulehnen, sich nach einem Früheren zu sehnen. Ja, die Tatsache ist nicht nur, dass es früher auch nicht besser war als heute, sondern früher kommt nie wieder. Die Vergangenheit wird niemals wiederkommen. Deswegen ist es an uns, Zukunft zu gestalten. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die immer Zukunft gestaltet hat. Und das sind die Menschen, die Hoffnung haben. Ich werde also heute sprechen über die Hoffnung für eine andere Zukunft und wie wir das Mindset unserer Zeit, den Zeitgeist unserer Zeit, produktiv konfrontieren und prägen können. Mein großes Beispiel dafür sind die frühen Christen. Wir kennen ja oft die Geschichten von den Katakomben, dass die von Kaiser Nero verfolgt wurden in Rom und sich versteckt haben. Und es ist ein Teil der Wahrheit. Ein zweiter Teil der Wahrheit ist aber, dass sie sich nicht in ein Opferkomplex geflüchtet haben. Es wäre das Naheliegende zu sagen, das römische Weltreich, das ist so böse, wir verstecken uns, wir wollen nichts wissen von dieser sündhaften Welt, wir wollen es nicht beflecken. Das Gegenteil war auf jeden Fall im philosophischen Lager der Fall. Justin, der Apologet, ist nachher auch als Märtyrer gestorben, deswegen heißt er auch Justin, der Märtyrer, war der erste große christliche Philosoph. Und das bedeutsame 2. Jahrhundert war, dass er nicht eine eigene christliche Philosophenschule aufgemacht hat. Hätte ja sein können, dass er gesagt hätte, wir bauen die eigenen Institutionen. Die Institutionen des Römischen Reiches, die sind so heidnisch, die sind so verkommen. Wir brauchen unsere eigene Parallelgesellschaft, so wie viele Menschen auch heute sich eine Parallelgesellschaft ersehnen. Sondern er ist hineingegangen in die Akademie. Damals gab es ja Philosophenschulen verschiedener Art, die Stoa, die Peripatetiker und so weiter. Und der Justin ist als christlicher Philosoph, der vom Platonismus her auch geprägt war, hineingegangen in die kulturellen Schmelztiegel seiner Zeit. Ein bisschen wie auch Apostel Paulus auf den Areopag geht. Das ist der Marktplatz der griechisch-römischen Welt damals, der Ort, wo die interessantesten Ideen geteilt werden, da wo die TED-Talks stattfinden, die Leipziger Büchermesse oder wie auch immer ein Ort, wo sich Kultur manifestiert und er geht rum und hat nicht so einen Stand, wo drauf steht, ihr kommt alle in die Hölle und alles falsch, sondern er geht hin in einem Wunsch, einen Dialog zu führen. Er schaut sich alles an und sagt, hey ihr Athener, ich erkenne, ihr seid gottesfürchtige Menschen, aber da gibt es was, was ihr noch nicht wisst und das verkündige ich euch. Und es ist eine ähnliche Haltung, mit der Justin, der Apologet, in die Philosophenschule geht und er entwickelt eine Lehre von Christus als dem wahren Logos. Also Logos ist praktisch das, was die Welt im Innersten zusammenhält. So, lange Einrede, langer Rede, kurzer Sinn. Was heißt das für uns heute? Wenn ich innerlich auf den Marktplatz unserer Zeit herumgehe, dann fragt keiner, was ist denn der Logos oder wie sieht der unbekannte Gott aus, sondern es gibt die eine riesengroße Frage, die vom Zeitgeist her Menschen umtreibt, und das ist die Frage nach der Zukunft. Wie sieht nachhaltiges Leben aus? Wie können wir Energie gewinnen, ohne den Planeten zu vernichten? Wie sieht das Morgen aus? Und wie können wir diesen Zeitgeist positiv aufnehmen und an welcher Stelle auch konfrontieren? Zunächst positiv aufnehmen. An dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Ökologie gibt es fast nur Dinge, die man bejubeln und als positiv erkennen kann. Das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, dass es nicht egal ist, wie wir leben, dass es nicht beliebig ist, wie es weitergeht mit uns, dass wir eine ethische Verantwortung haben, tatsächlich für die Welt, in der wir leben, für diesen Planeten, für die nächste Generation. Es ist sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist nicht, ist dieser Zeitgeist der Ökologie richtig oder falsch, sondern die Frage ist, was fehlt vielleicht an diesem Diskurs? Oder was ist einseitig? Und mir fallen zwei Seiten ein, die wir, glaube ich, ins Licht rücken müssten. Das eine ist, ein großer Teil dieses Diskurses ist sehr dystopisch, also sehr von Ängsten geprägt. Wir haben sehr viel Angst vor der Zukunft. Und das zweite ist, wir haben sehr häufig einen sehr negativen Blick auf den Menschen. Lasst mich beides kurz aufdröseln und dann erzähle ich euch aus meinem persönlichen Leben, wie ich mit diesen Themen gerade unterwegs bin. Zunächst die Angst. Wir hatten 2019 beginnend und dann während der Pandemie ist ein bisschen abgeklungen, aber 2019 war der Sommer von Fridays for Future, wo klassenweise die Kinder nicht in die Schule gegangen sind, weil sie demonstriert haben. Und es war eine Bewegung for Future, aber gleichzeitig war es auch sehr stark eine Bewegung gegen etwas, nämlich eine Bewegung eben zum Beispiel gegen Verbrennermotor, gegen die Klimaapokalypse. So. Und mich hat
von Anfang an betroffen gemacht, wie angsterfüllt und wie negativ bezüglich der Zukunft ein großer Teil dieser Bewegung war und auch heute noch ist. So, wir sind die letzte Generation, damit meinen Sie natürlich die letzte Generation, die noch was ändern kann, aber es ist so ein apokalyptischer Unterton, der sehr, sehr, sehr Sorge und Angst erfüllt ist. Nun, ich kann das verstehen, wenn man sich sehr viel mit den Klimafragen beschäftigt, dann kann man wirklich Angst bekommen, aber es zieht sich ja in vielen Bereichen durch. Ich habe das während Corona erlebt, ich erlebe es jetzt während Ukraine und während der wirtschaftlichen Situation, während der Öl- und Gas- und Energiekrise, in der wir sind, ist so das Gefühl, wir schlittern von einer Krise in die andere und man könnte fast meinen, wir leben ja wirklich in ganz, ganz schlimmen Zeiten. In so schlimmen Zeiten, dass sich junge Leute die Frage stellen, ob man heute überhaupt mit gutem Gewissen noch Kinder in die Welt setzen kann. Und ich frage mich so, wann waren die Zeiten denn besser? Also ja, das stimmt, Krieg in der Ukraine ist eine Riesenherausforderung. Klimawandel ist eine noch viel größere Herausforderung, eine gigantische Herausforderung. Aber es ist doch nicht so, dass es vor 100 Jahren grundsätzlich besser war oder vor 200 oder im 30-jährigen Krieg oder im Hochmittelalter. Also wann war es wirklich erstrebenswerter, auf diesem Planeten zu leben als heute? Hatten nicht alle Zeiten ihre Herausforderungen? Und es war das Erste, was ich tatsächlich aus einer gläubigen Perspektive heraus konfrontieren würde, zu sagen, Hoffnungslosigkeit ist an sich nicht neutral. Denn der Mensch lebt nicht nur von Wissen und Verstand allein, sondern auch von der Hoffnung. Also wenn ich alle Fakten auf dem Tisch habe, stellt sich immer noch die Frage, okay, was mache ich damit? Habe ich innerlich den Impetus, den Drive zu sagen, ich verändere jetzt was? Oder bin ich wie das Kaninchen vor der Schlange, jetzt kann ich nichts mehr tun? Mich berührt und beschäftigt, dass in dieser berühmten Aufzählung von, dass das Wichtigste von allem die Liebe ist, 1. Korinther 13, der Glaube und die Hoffnung der Liebe an die Seite gestellt wird. Die drei Kardinaltugenden oder die drei theologalen, nicht die Kardinaltugenden, sind nicht, die drei theologalen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die unmittelbar von Gott gewirkt sind, so heißt es in der Theologiegeschichte jedenfalls. Liebe ist eh klar, ist wichtig. Glaube ist auch wichtig. Doch die Hoffnung wird diesem Paar als drittes beigestellt. Hoffnung ist eine Tugend. Es ist, also eine Tugend ist immer was eine moralische Entscheidung erfordert und was einen sittlichen Wert darstellt. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir sind so depressiv, wir sind so negativ, weil wir so rationalistisch sind, das verwechselt die Informationsebene mit der Wertebene. Die Wertebene ist die Frage, wie entscheidest du dich jetzt, wenn du alle Informationen hast? Sagst du Ja zum Leben? Gestaltest du Zukunft mit einer grundsätzlich optimistischen Lebenshaltung oder verbreitest du Panik und Trauer, die im Letzten gar nicht dazu führt, dass Menschen das Thema ernster nehmen, sondern einfach nur zur Verzweiflung und zur Erstarrung? Also wenn wir aus lauter Zukunftsskepsis keine Kinder mehr kriegen wollen, zeigt es, wie wenig wir uns und auch der nächsten Generation noch zutrauen, wie wenig Hoffnung wir haben. Und ich glaube, das ist ein erster Punkt, diese Hoffnungslosigkeit, diesen weiten Teilen oder diese Angstfixierung, diesen weiten Teilen des Zeitgeistes gibt, die gilt es hoffnungsvoll zu konfrontieren. Es sind ja oft gerade die gläubigen Menschen, die überhaupt nicht hoffnungsvoll sind, sondern dann in ihren apokalyptischen Ideen oder Weltverschwörungsideen noch viel dystopischer drauf sind. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen nüchtern sehen, was gibt es an Negativen in der Welt. Auch Dinge, ja, wie Jesus in den Endzeitreden erwähnt, es gibt auch negative Trends. Aber wo ist es an uns, diese Trends zu gestalten oder auch im Licht dieser Trends das Unsere zu tun? Einmal mehr wie Justin, rein in den Zeitgeist und nicht runter in die Katakombe. Das Zweite, was mir an Negativen auffällt oder an Fehlenden in diesem zeitgeistlichen Diskurs über Ökologie, ist, wie wir über den Menschen denken. Es gibt so berühmte Bücher, die so heißen, wie, ich glaube, das hat auch der Harald Lesch mal gesagt, die Welt hat Krebs. Die Erde hat Mensch. Ne? Die Erde hat Mensch, so wie ein Körper Krebs hat. Also der Mensch ist der Störfall des Planeten. Wir leben im Anthropozän. Das ist jetzt das Zeitalter, wo es halt Menschen gibt und der Planet unter der Menschenlast leidet. Deswegen müssen wir versuchen, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, die Überbevölkerung zu besiegen und die Ressourcen nicht alle aufzubrauchen. Und die Denke dahinter ist die von einem radikalen Mangel,
wo der Mensch als Schädling mehr auffrisst, als ihm zukommt. Und einmal mehr, auf der Sachebene stimmen da gewisse Sachen. Es gibt Umgang mit Ressourcen an etlichen Stellen bedenklich ist und wir sind aufgerufen, nach anderen Wegen zu suchen. Wir tun das, um das Weiterleben der Menschen zu ermöglichen. So, das heißt, der Mensch ist das Zielfokus. So, es ist nicht in erster Linie von mir jetzt gemeint als Kritik an der ökologischen Bewegung, sondern es zieht sich durch ganz viele Bereiche durch, auch diesem ganzen Trend zu sagen, okay, es wird mehr und mehr verbesserte Menschen geben, genmanipuliert verbesserte Menschen oder durch Mensch-Maschine-Technologien optimierte Menschen, das unter dem Schlagwort Transhumanismus verhandelt wird. Das sind Zukunftsvisionen, die es gibt, die weit draußen da sind und die im Letzten auch davon ausgehen, der Mensch ist eigentlich störanfällig, den muss man optimieren, den muss man verbessern, den muss man vielleicht erziehen oder man muss zumindest seine Ausbreitung kontrollieren, sonst werden es zu viele davon. Und das ist eine Denkweise, der ich zutiefst misstraue. Es ist immer der Wunsch jeder totalitären Ideologie gewesen, Menschen zu kontrollieren, Menschen zu züchten, Menschen zu optimieren. Und ich glaube, die Würde des Menschen, so wie er ist, und zwar inklusive seiner Schwachstellen hochzuhalten, ist eine große Herausforderung. Und tatsächlich eines der wichtigsten Zukunftskennzeichen des menschlichen Lebens. Tatsächlich auch das menschliche Leben hochzuhalten, wo ein Mensch eine Behinderung hat, wo ein Mensch nicht super leistungsfähig ist, wo ein Mensch straffällig geworden ist, wo ein Mensch alt ist, gebrechlich, krank, der Pflege und der Hilfe bedürftig ist, wo ein Mensch ungeboren ist und deswegen schutzlos und wo Menschen einfach nicht ins Raster passen. Ja? Das beschädigte, verletzte Leben ist genauso wichtig und ist das wichtige Korrektiv gegen eine Gesellschaft, wo praktisch alles um Optimierung sich kreist. Weil diese Optimierungsgesellschaft, die bringt letztendlich Menschen hervor, die aus dem Raster fallen. Also konkret Transhumanismus, wenn wir praktisch Menschen immer mehr optimieren, indem wir ihnen sozusagen mehr mentale Festplatte einbauen, dass sie immer klüger werden. Ja, was ist denn mit denen, die halt nicht mehr klug genug sind, haben die dann keinen Platz mehr? Also Hoffnungslosigkeit und zweitens diese negative Sicht auf den Menschen, auch aufs Kinderkriegen, auf Mensch als Schädling des Planeten, die gilt es zu konfrontieren. Zu konfrontieren und stattdessen was anzubieten. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Bild des Garten Edens oder das Bild überhaupt eines Gartens eine wunderschöne Metapher, mehr als eine Metapher, ist ein wahres Bild, ja, für das, wie menschliches Leben gelingen kann, darstellt. Und nicht umsonst findet es sich in der Bibel, in der Genesis-Erzählung, aber verwandt ähnlich tatsächlich sogar in anderen Ursprungserzählungen und Kulturen. Ich persönlich habe aus dieser Garten-Eden-Erzählung drei Teilbereiche oder drei Hauptaussagen rausgepflückt, die ich Sinn, Verbundenheit und Schönheit nenne. In dieser Impact-Serie jedes Jahr in jedem einzelnen Teil um einen gesellschaftlichen Arbeitsbereich, wo man irgendetwas verändert. Und ich glaube, Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind Grundbestandteile einer Ökologie des menschlichen Herzens und egal in welchem Arbeitsbereich du bist, kannst du Gesellschaft prägen, indem du einen dieser drei oder alle drei Bereiche ein Stück weit förderst. Kurz, was meine ich damit? Verbundenheit ist die Qualität unserer emotionalen Beziehungen. Ne? Wir Menschen leben nicht nur von guter Luft und sauberem Trinkwasser allein. Wir brauchen gute Beziehungen so dringend zum Überleben, sogar zum physischen Überleben, genauso dringend wie eine dieser anderen Nährstoffe. Und die Frage ist, was trägt denn Sorge dafür, dass unsere Beziehungen gut bleiben? Wann bleiben geschlechtliche Beziehungen, erotische Beziehungen stabil, Familien stabil und gut? Wann Freundschaften? Aber auch, wann bleibt das Arbeitsklima in einer Abteilung oder in einer Firma gut? Wann bleibt das Miteinander in einer Gesellschaft gut? Und schließlich dann, wann bleibt mein Umgang mit mir selber gesund? Und im Letzten gibt es auch eine Verbundenheit zwischen mir und Gott. All das ist die Beziehungsdimension des menschlichen Lebens und die gilt es hochzuhalten und zu verteidigen. Verbundenheit. Zweitens Sinn. Sinn ist die Fähigkeit, das Leben zu orientieren in einem größeren Ganzen. Wir haben das noch in dem Wort Uhrzeigersinn. Das bedeutet die
Die Zeiger einer Uhr gehen in eine gewisse Richtung. Sinn bedeutet, ich bin nicht im Chaos, ich bin im Nirgendwo, sondern ich habe eine innere Richtung. Das ist heutzutage nicht so einfach, weil wir in sehr pluraler Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt viele Sinnangebote. Menschen glauben an unterschiedliche Dinge bis hin zu unterschiedlichen Varianten von Wahrheit bis hin zu unterschiedlichen Verschwörungstheorien. Es ist heute nicht mehr so leicht herauszufinden, was ist denn überhaupt wahr? Und noch tiefer gibt es auch viele, die sagen, sowas wie Wahrheit gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt nur meine Wahrheit und deine Wahrheit. Ich glaube, in diesem Klima gilt es hochzuhalten, dass wir als Gesellschaft die Suche nach der Wahrheit weiter brauchen, ob man es objektive, absolute Wahrheit nennen möchte oder nicht. Toleranz beginnt erst da und lebt davon, dass ich den anderen in seiner anderen Sicht der Dinge stehen lasse. Das bedeutet nicht, dass ich sage, sowas wie Wahrheit gibt es überhaupt nicht. Bleib mir vom Hals mit deiner Meinung. Ich fühle mich ja sogar bedroht, wenn du mich hinterfragst. Weil ich will es überhaupt nicht hören, dass jemand das anders sieht wie ich. Wir brauchen eine Kultur, die alles verbietet, was jemanden emotional irgendwie zu nahe treten könnte. Ich glaube, das führt genau in die falsche Richtung. Toleranz bedeutet was anderes. Toleranz bedeutet, wir ringen alle gemeinsam um die Wahrheit, sind aber alle ein Stück weit begrenzt in dem, wie wir Wahrheit erkennen und müssen uns genau deshalb tolerant irgendwie miteinander aushalten. Also das Ringen drum, dass es schon um Wahrheit geht, dass es nicht alles beliebig ist, dass nicht alles nur relativ ist, glaube ich, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Beitrag. Im Letzten ist natürlich die Wahrheitsfrage und die Sinnfrage ist untrennbar mit der Frage nach den ganz großen Fragen des menschlichen Lebens. Was ist überhaupt gut, was ist überhaupt der Ursprung von allem und wo leben wir hin? Ich glaube, gerade als Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Perspektive auf Gott, haben wir einen großen Beitrag zu leisten, in dieser Gesellschaft zu sagen, es gibt wirklich Sinn, es gibt einen guten Grund, warum du nicht den Suizid wählen solltest, warum nicht alles wurscht ist, warum nicht alles gleich ist. Es gibt das Wahre, es gibt das Schöne, es gibt das Gute, ja, es gibt sogar das Heilige. Dritter Punkt, die Schönheit. Der Mensch braucht um sich herum Schönheit. Niemand kann leben nur in einer grauen, hässlichen Welt, wo es keine Musik gibt. Oder stell dir mal vor, du müsstest in einer Welt leben ohne Musik, in einer Welt leben ohne Farben, in einer Welt leben ohne Geschmäcker, ohne Kunst. Es wäre ganz schrecklich. Wir Menschen leben auch vom Schönen. Und das Schöne, das Kreative offen zu halten und präsent zu halten in einer Gesellschaft, die einfach sehr, sehr, sehr vermüllt und kommerzialisiert ist und verzweckt ist, ist ein Akt der Barmherzigkeit, ein Akt der Menschlichkeit. Es geht in der Menschlichkeit nicht nur um die Wahrheit, nicht nur ums Gutsein, um Sachen richtig machen, es geht auch ums Schöne. Es geht auch ums Feiern. Es geht auch um das Genießen des guten Lebens. Und zwar diese drei Sachen sind verbunden, darin Schönheit, als Gegenmittel gegen die Hoffnungslosigkeit und dieses negative Reden vom Menschen. Jetzt, euch ist vielleicht aufgefallen, in all diesen Argumentationen könnte ich mit Psychologie und mit Statistik und mit Philosophie argumentieren. Ich bräuchte noch gar nicht unglaublich viel Gott dafür. Und so ähnlich argumentiert auch Justin der Apologet. Der geht erstmal rein, will mich jetzt nicht mit Justin 1:1 vergleichen, sondern es geht darum, wie wir argumentieren können. Justin argumentiert erstmal, dass er schaut, was ist denn kulturell da? Es wird gerade über den Logos gesprochen. Okay, Christus ist der Logos. Paulus schaut erstmal, okay, wie sind die Athener denn so drauf? Was ist denn der ihr Themen? Okay, die haben überall Tempel und ein Tempel heißt dem unbekannten Gott. So ähnlich mit so einem kulturell wachsamen und erstmal offenen Blick auf die Kultur und auf den Zeitgeist zuzugehen, ich glaube, das stünde Christen sehr gut zu Gesicht. Nicht erstmal gleich zu verurteilen, Dinge, die man nicht versteht, sondern, oder Dinge, die man schon versteht, sondern erstmal hinzuschauen und bevor man mit einer Antwort um die Ecke kommt, erstmal die Frage nachvollziehen, die Frage erstmal verstehen. Und ich glaube wirklich, die zentrale Frage heute ist die nach der Zukunft und die nach dem Menschen. Und dann ein Angebot machen, das man in eine Sprache und in einen Gedankenapparat packt, der vom anderen nicht gleich voraussetzt, dass er alles glaubt. Weil grundsätzlich die Argumentation, die ich gerade gemacht habe, mit Sinnverbundenheit und Schönheit und Hoffnung und dieser Würde des Menschen, die ist nachvollziehbar für einen Menschen, der
egal was er jetzt glaubt. Also ich bin gerade viel unterwegs, sei es bei Veranstaltungen vor Bankern oder politischen, oder ich war auf so spirituell esoterischen Veranstaltungen, auf etlichen, die ich auch interessant fand, wo Leute mich eingeladen haben, oder bei Ärzten und so ganz, ganz verschiedenen Treffen. Und oder bei VW war ich. Und ich begegne überall dort Menschen, die diese Zukunftsfragen sehr stark haben. Und wo ich aus einer, ja, eher von der Philosophie herkommenden, aber auch klar christlich geprägten Perspektive vielleicht nicht auf alles Antworten geben kann, aber Anknüpfungspunkte zeigen kann. Anknüpfungspunkte für was? Ja gut, wohin führt dann die Frage nach dem Sinn im Letzten? Ja, im Letzten bleibt die Frage, gibt es wirklich einen Sinn oder ist Sinn nur was, was ich mir konstruiere? Verbundenheit. Gibt es Verbundenheit nur zwischen Menschen? Das hieße, wenn du stirbst, ist es vorbei mit der Verbundenheit, weil dann habe ich dich nicht mehr. Oder gibt es wirklich ein Eingebettetsein, ein Beheimatetsein des Menschen, selbst im Angesicht des Todes und des Leidens, nämlich einen Draht nach oben? Und Schönheit, gibt es einen Ursprung für all diese unglaubliche Menge von geschöpflicher Schönheit, die wir sehen? Oder sind wir einfach der Zufall eines zufälligen und im letzten beziehungslosen Universums? Im letzten sind all diese drei Herzensressourcen Tore für die Frage nach Gott. Haben wir begründete Hoffnung? Gibt es für den Menschen Hoffnung? Sind Sinn, Verbundenheit und Schönheit leere Versprechen oder sind sie die Wegweiser hin zu einer Heimat? Das ist die Frage. Gibt es den Garten Eden? Ich glaube, dass der Mensch erschaffen ist von einem Gott der Beziehung, von einem Gott der Wahrheit und einem Gott der Schönheit. Und deshalb hat er Sehnsucht nach Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Und wenn wir auf die Art und Weise, sei es in der Forschung, in der Literatur, in der Kunst, in der Erziehung, in der Bildung, überall dort, wo der intellektuelle Diskurs, die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, geprägt wird, wo wir überall dort mit dieser Haltung der Offenheit von diesem Menschenbild und von diesem Weltbild Zeugnis geben, dann glaube ich, können wir Menschen eine Spur legen, wie Justin der Apologet, Christus als den Logos, Jesus als die Mitte des Sinnes zu erahnen und zu erkennen. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, es nicht immer einfach machen. Es gibt ganz viele Menschen, die wirklich explizit sagen, von religiösen Antworten, erst recht, wenn sie von christlicher Kirche kommen oder sowas, möchte ich gar nicht erst was hören, die da allergisch sind. Ich glaube, es braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl und auch Respekt, aber immer wieder auch Mut, Angebote zu machen. Also nicht aus lauter Angst vor Ablehnung oder ich möchte niemandem zu nahe treten, praktisch überhaupt keine eigenen Thesen mehr zu vertreten, sondern mit dieser doppelten Haltung einer hoffnungsvollen Furchtlosigkeit und dann aber auch mit einer liebevollen Klarheit das Angebot zu machen. Also ich kann einfach nur sagen, mir begegnen überwiegend Menschen, die total positiv auf das reagieren. Ich versuche auch gerade meine YouTube-Sachen und mein Buch und wenn ich jetzt auf Vorträgen bin, ganz, ganz, ganz viel gerade für Menschen zu sprechen, die jetzt mit der Glaubensperspektive eher noch Mühe haben, die sagen, das ist jetzt nicht so sehr mein Zugang, aber die diese Fragen trotzdem umtreiben und Menschen was an die Hand zu geben, weil oft ist es ja nicht so, friss oder stirb, irgendwie bekehr dich oder so, sondern oft ist man ja biografisch auf dem Weg, man tastet sich von einer Frage zur nächsten weiter. Und ich glaube, wir brauchen eher mehr solche Räume wie diese Philosophenschule, in die der Justin gegangen ist, wo wir uns in den Diskurs einmischen, den Zeitgeist also nicht verurteilen, einfach nur ablehnen, sondern versuchen, auch da, wo es uns manchmal provoziert oder ärgert, dahinter zu fragen, was ist denn die dahinterliegende, zugrunde liegende Grundproblematik? Was ist die Frage? Und was wäre eine Antwort aus dem Evangelium heraus, die nicht belehrend ist, nicht indoktrinierend, sondern einladend? Und ich lade dich vielleicht einfach ein in den nächsten einen oder zwei Wochen, überall dort, wo du mit kulturellen Phänomenen in Kontakt kommst, die Frage zu stellen, welches Menschenbild ist denn dahinter? Welche Zukunftsfragen sind da dahinter? Bei dem Film, den ich angeschaut habe, das Buch oder in dem Gespräch und kurz zu überlegen, was ist denn eine Antwort aus dem Glauben heraus, aus einer Kultur des menschlichen Herzens, vielleicht vom Garten Eden her, vielleicht auch voraus, um mal zu schauen, wo sind Anknüpfungspunkte für ein Gespräch, wo du
freudig, hoffnungsvoll und ja, optimistisch dich einmischen kannst in diesen Diskurs des Zeitgeistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seid herzlich willkommen bei diesem Sunday Morning, auch alle, die ihr zugeschaltet seid auf Livestream. Das Sein ist das Menschenbild, von dem Johannes gerade gesprochen hat. Das andere ist das Gottesbild, das uns das Evangelium heute zeigt. Ein Gottesbild, das das christliche Gottesbild aufzeigt in den Gleichnissen, die wir hören werden. Bereiten wir uns dafür und bitten den Herrn um seine Vergebung und um sein Erbarmen. Wir kommen jetzt zu einem Teil, der heißt Umkehren. Wenn du möchtest, dann schließ deine Augen und schau hinein in die letzten Tage, Wochen, Monate in deinem Leben. Und gibt's da Punkte, wo du sagst, wow, da bin ich aus der Liebe Gottes rausgefallen. Da habe ich Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte. Oder vielleicht hat dich vom Johannes was angesprochen, wo du sagst, wow, da bin ich drüber gefahren über Menschen. Da habe ich eine Chance vertan, um Menschen Schritt für Schritt zu Gott zu führen. Oder vielleicht sogar dich selber. Und wenn du willst, dann nimm dir jetzt einen kurzen Augenblick und schau hinein in dein Herz. Herr Jesus, ich komme zu dir mit all dem, was schiefgegangen ist in meinem Leben, wo ich Reue empfinde, wo ich einen inneren Seelenschmerz empfinde, über Dinge, die ich getan habe, die ich nicht tun hätte sollen, wo ich die Absicht habe, das nie mehr zu tun. Herr Jesus, all das lege ich an den Stamm deines Kreuzes, denn du hast den Weg zum Vater freigemacht. Du hast all meine Sünden getragen. Du hast den Weg zum Vater freigemacht. Und dafür, Herr Jesus, sei dir alle Anbetung, aller Lobpreis und alle Ehre. Gehört dir unser Lob, denn du bist unser Gott. Gib Priese
befreit. Ehre unserem Gott. Lasset uns beten. Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns, gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte: Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 ich bring dir die Ehre. Halleluja, 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 ich bring dir die Ehre. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte ihnen dieses Gleichnis und sagte:
Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet. Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Erbarmen mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen seiner Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: Mein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind,
du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, 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 ich bring dir die Ehre her. Halleluja, 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 ich bring dir die Ehre. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist viel zu wenig zu hören. Es wird alle paar Jahre nur einmal hörbar. Und das halte ich für einen Fehler. Ich möchte vieles zu diesem Evangelium sagen. Es ist ein Evangelium, das mein Herz füllt und das ganz vieles in mir wachruft. Ich weise auf ein paar Dinge hin und bitte euch, Geduld zu haben mit mir, weil so viel enthalten ist diesmal. Zwei Söhne hat dieser Vater. Dieses Evangelium ist so bedeutsam, dass Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat, ich würde auf alle meine Werke verzichten, wenn ich dieses Evangelium geschrieben hätte. Zwei Söhne hat dieser Vater, der eine Sohn, der Jüngere, sagt, gib mir das Erbteil, das mir zusteht, gar nichts steht ihm zu. Das Erbe wird dann aufgeteilt, wenn der Erblasser erblasst ist. Das ist eine normale Regel. Aber in diesem Gleichnis sagt der Jüngere, gib mir, meine Lieben, mit der Forderung, gib mir, beginnt immer der Weg nach unten, immer. Ist immer gleich. Die Forderung, gib mir, dieser Imperativ, diese Forderung, die existiert in der Welt an ganz vielen Stellen und es ist die Frage, wo diese Forderung auch in deinem Herzen existiert. Wo bist du mit dieser Haltung, gib mir den anderen Menschen gegenüber? Und dort, wo du diese Haltung in dir trägst, musst du wissen, du beginnst den Weg nach unten und wohin? Zum Schweinetrog. Immer. Ist diese Forderung auch bei dir dann da, wenn du betest, gib mir zu Gott? Wie ist dein Gebet? Ist es ein demütiges Bitten oder ein forderndes Bitten? Ist diese Haltung bei dir da, wenn du deiner Ehefrau und deinem Ehemann begegnest? Die Haltung, gib mir, geht immer nach unten. Und das ist genau bei diesem jüngeren Sohn so musterhaft vorgezeigt. Er endet beim Schweinehüten. Was das Schweinehüten für die Juden bedeutet, das haben wir ja überhaupt nicht im Hintergrund, weil wir das nicht kennen. Für uns ist ja das Schwein nicht ein unreines Tier wie bei den Juden. Wer mit Schweinen Umgang hat, wird kultunfähig, weil er sich unrein macht. Er verliert damit die Gemeinschaft mit denen, die kultfähig sind, die vor Gottes Angesicht die Schekina Gottes erfahren dürfen. Er verliert diese Gemeinschaft. Das bedeutet es. Ganz viel können wir da noch sagen. Und dann lernt er ein Sprücherl auswendig, dieser Sohn, weil er merkt, wo er hingelangt ist. Viele, viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Das ist ja nicht nur der leibliche Hunger, das ist ja auch der geistliche Hunger. Das ist der Hunger nach Anerkennung, das ist der Hunger nach Liebe, das ist der Hunger
nach dem Brot des Wortes Gottes. Und das hat er gecheckt. Gott sei Dank. Und dann lernt er das Sprichwort auswendig. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist sein Beichtsprichwort. Das lernt er auswendig. Und mit diesem Sprüchel im Herzen marschiert er. Er geht zu seinem Vater. Jetzt kommt ein Szenenwechsel. Der hat's in sich. Wer läuft da? Der 100 Meter gegen den Wind stinkt von den Schweinen? Wer ist es denn, der da rennt? Der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Vielleicht hat der Vater jahrelang gewartet auf diesen Sohn. Er sieht ihn von Weitem kommen und wer beginnt zu laufen? Nicht der Sohn, sondern der Vater beginnt zu laufen. Er läuft dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wahnsinn. Wahnsinn. Das bedeutet, der Vater verliert auch die Kultgemeinschaft. Das bedeutet es. Wenn er Umgang hat mit einem, der vorher mit Schweinen Umgang gehabt hat, verliert auch er die Kultgemeinschaft, weil er unrein wird. Und genau das ist ja wirklich mit Jesus geschehen, weil er mit den Sündern Umgang hat. Man hat ihn außerhalb der Tore Jerusalems gekreuzigt. Man hat ihn ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, die vor Schekinah sein kann. Das ereignet sich ja. Was hier beim Vater dargestellt wird, ist ja beim Sohn Jesus ganz real unter uns gegenwärtig geworden. Der Vater lauft ihm entgegen. Und jetzt kommt kein einziger Vorwurf. Der Sohn sagt ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Schön Sprüchel, sagt der Herr. Er wird gar nicht fertig, er kann dieses Sprüchel gar nicht fertig sagen. Das interessiert den Vater gar nicht. Was sagt der Vater? Holt schnell das beste Gewand. Hier steht nicht das beste, sondern das erste Gewand im ursprünglichen Text. Zieht es ihm an. Das ist ein deutlicher Hinweis auf das erste Gewand, das festliche Gewand, das der Mensch bei der Taufe empfängt. Jedes Weggehen von Gott verletzt die Taufwürde, verletzt die Gotteskindschaft. Und der Vater kleidet ihn neu ein mit der Gotteskindschaft. Er gibt ihm diese neue Pracht und Herrlichkeit, indem er ihm das festliche neue Gewand wieder schenkt. Nicht genug damit, steckt einen Ring an seine Hand. Der Ring ist Zeichen des Erbes. Schuhe an seine Füße, also Sandalen, Zeichen der Würde. Ganz wichtig. Das alles wird uns durch Vergebung von Gott wieder neu geschenkt. Die ganze Herrlichkeit der Gotteskindschaft mit der neuen Bekleidung, mit dem Ring und mit der Würde, mit der ganzen Wirklichkeit der Erbschaft werden wir bekleidet. Meine Lieben, der ältere Sohn, der brav daheimgebliebene, weist seinen eigenen Bruder von sich und sagt: Dieser da, zu Deutsch, mit dem will ich nichts zu tun haben, dieser da, dein Sohn, der das Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Ja, super Sache, das hat er sich gedacht. Vielleicht war es völlig anders, davon ist ja gar nicht die Rede. Aber diese Vermutung hat er. Und was macht der Vater? Er gibt ihm seinen eigenen Bruder wieder zurück. Dein Bruder, der war tot, da hat nichts mehr gezuckt. Der ist wiedergekommen, weil er wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Da müssen wir uns doch freuen. Er gibt dem Bruder seinen Bruder wieder zurück. Und jetzt, das Große bei diesem Evangelium ist, es hat einen offenen Schluss.
Der offene Schluss besagt, dieses Evangelium schreibt jeder von uns persönlich mit seinem Leben fertig. Du bist die Fortsetzung dieses Evangeliums. Du. Wenn du vom Vater weggehst, kehrst du wieder zurück. Bist du immer beim Vater, dann bleib beim Vater. Aber mach dem Vater keine Vorwürfe. Was sagt ihm der Vater? Alles, was mein ist, ist auch dein. Der ganze Maststall, der kehrt dir an. Warum hast du ihn nicht auskramt? Warum bist du nicht zum Wort Gottes gegangen und hast dich genährt? Warum hast du die Sakramente nicht empfangen? Alles steht dir offen in aller Hülle und Fülle. Den ganzen Maststall Gottes können wir ausräumen. Kein Vorwurf ist gerecht. Der offene Schluss besagt, bist du versöhnungsbereit? Willst du dich mit deinem Bruder versöhnen oder nicht? Darin entscheidet sich, ob du im Heil des Vaters bist oder nicht. Das ist der offene Schluss. Mögen wir immer versöhnungsbereit sein. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen und Sorgen mit Dank und voller Hoffnung vor Gott. Fürbitten, die uns über nitprayer.at und YouTube erreichen. Und so beten wir für Anita, Mutter von 3 kleinen Kindern. Sie hat Magenkrebs, der bereits Metastasen gestreut hat. Sie bekommt jetzt Chemotherapie, aber die Chancen stehen schlecht. Vater, wir bringen Anita vor deinen Thron. Wir beten um das Wunder der Heilung. Wir beten um Stärkung für sie und ihren Mann. Wir beten für eine junge Frau, die mit ihrer Identität kämpft und nun eine Liebesbeziehung eingegangen ist. Wir beten um innere Heilung und eine tiefe Begegnung mit unserem Gott. Wir beten für eine junge Frau, die unter starken Schmerzen in der rechten Hüfte leidet, um Heilung und die richtige Therapie. Wir beten für ein jung verheiratetes Paar, deren Kind Ende September auf die Welt kommen sollte, das jedoch im Mutterleib verstorben ist. Wir beten um Trost, Stärke, Zuversicht in dieser unsagbar schweren Situation. Jesus, sei du in dieser Zeit für sie ganz besonders spürbar. Wir beten mit Eva für ihre Kinder, dass sie während der Pubertät bei Gott bleiben, seine Gegenwärtigkeit erfahren und offen für die Begegnung mit ihm bleiben. Und wir beten für alle geschiedenen Eheleute, dass Friede und brüderliche Liebe allen anderen Gefühle ersetzen. Wir beten auch für deine Anliegen und Bitten. Bring sie jetzt in einer kurzen Zeit der Stille vor dem Herrn. Wir beten auch heute wieder ganz besonders für die Menschen in der Ukraine. Wir beten um Schutz, Trost, Kraft und Hoffnung. Wir beten besonders für die Kinder, die Alten, Kranken und Einsamen, die Mütter und Väter. Wir beten für alle Machthaber und Politiker weltweit um Weisheit und um Besonnenheit. Zeige du ihnen einen Weg, diesen Krieg zu beenden.
Mein Gebet ist eine Bitte für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Eucharistiefeier. Jesus wird in ganz besonderer Weise anwesend hier mal da und mitten unter uns. In Johannes 6,51 heißt es, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn du nicht bereit bist, zur Kommunion zu kommen, dann komm trotzdem nach vorne, oder nicht vertraut bist mit der Eucharistie, komm trotzdem nach vorne, verkreuze die Hände vor deinem Brustkorb und empfange einen Segen. Du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich suche deine Liebe. Ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade her vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Lasset uns beten. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Der Schöpfer
bist du Herr. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Erzbischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, deshalb beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Frieden versprochen, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, schaff den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes. Lamm Gottes, Lamm Gottes, sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, so spricht der Herr. Herr Jesus Christus, mein Herz glaubt und mein Mund bekennt, dass du der Sohn Gottes bist und dass du in ganz besonderer Weise hier gegenwärtig bist, im Wein und im Brot, im Fleisch und im Blut. Dass du gekommen bist auf diese Erde, um den Weg zum Vater frei zu machen, dass du gekommen bist, um uns zu erzählen, wie der Vater ist, dass du gekommen bist, um uns vorzubereiten für das ewige Leben, dass du gekommen bist in diese großartige Schöpfung hinein, in diese Wunde, auf diesen wunderbaren Planeten, den dein Vater geschaffen hat. Dass du gekommen bist und gesagt hast, du übernimmst Verantwortung. Mein Herz glaubt und mein Mund bekennt. Und Jesus, suche heute ganz neu deine Nähe. Suche heute ganz neu deine Geborgenheit. Herr Jesus, ich komme heute zurück wie der verlorene Sohn zu meinem barmherzigen Vater. Und du bist der, der mir entgegenläuft. Du bist der, der mir den Ring ansteckt. Du bist der, der mich küsst. Du bist der, der mir das erste Gewand überzieht. Und du bist der, der die Schuhe vorbereitet hat für mich. Und du bist der, der das Mastkalb schlachtet für mich. Und Vater, heute hier an diesem Sonntag kehre ich zurück zu dir. Mit all dem, was meine Lebensgeschichte mitnimmt, mit all dem, was meine Situation mitnimmt, mit all meiner Hoffnungslosigkeit, meiner Traurigkeit, meiner Niedergeschlagenheit, auch mit all meiner Freude, komm ich zurück zu dir. Amen.
mich in deinem Haus. Du hebst mich auf einen Fels hinauf. Du führst mich an deine Hand. Du bleibst bei mir, auch wenn Unheil naht. Mag ein Sturm um mich toben, mag ein Heer mich belagern. Meine Hoffnung ist in dir, denn ich werde nicht verzagen. Mag ein Sturm um mich toben, mag ein Heer mich belagern. Meine Hoffnung ist in dir, und ich werde nicht verzagen, denn du bist Schild für mich in Not, meine Rettung aus dem Tod. In Dunkelheit ergreif ich dich, denn du bist meine Ehre und mein Lied, der für dir mein Dunkel flieht. In dir find ich Zuversicht. Herr Jesus, du hast uns nicht als unmündige Kinder auf diese Welt geschickt, sondern hast gesagt, ich gebe euch einen Beistand, den Geist. Du hast gesagt, macht euch die Erde untertan. Und Herr Jesus, ich widersage heute jeder Hoffnungslosigkeit in meinem Leben. Ich widersage heute allen dunklen Zukunftsbildern in meinem Leben. Ich will in dein Licht eintreten und will Hoffnungsbringer sein. Mitgestalter dieser Erde, von meinem Umfeld, von meinem Lebensraum. Ich will Hoffnungsbringer sein zu Menschen da draußen. Herr Jesus, ich brauche deinen Geist für neuen Mut, für frische Ideen. Um hinauszugehen auf diesen Marktplatz von unterschiedlichen Ideen und Hoffnung zu bringen. Um den Geist des Vaters zu bringen. Um mehr auf diese Welt hineinzubringen. Das ist mein Gebet heute für mich selber und für alle, die da sind. Amen. Setzen auf Gott in allen Belangen. Will ich mein Vertrauen setzen auf Gott. Setzen auf Gott. Rettung aus dem Tod, in Dunkelheit ergreift.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben über uns Macht gewinnen, sondern gib, dass wir die Wirkung dieses Sakramentes, dass diese Wirkung in unserem Leben bestimmend ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke fürs Kommen, fürs Mitfeiern. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Boah, liebe Leute, was für ein bewegender Sunday Morning, auch der längste in unserer Geschichte, verzeiht das leichte Überziehen, aber wir hatten guten Grund dazu. Eine fantastische Message von Johannes Hartl und eine sehr berührende Auslegung. Am Stream schreiben schon einige Leute, wie bewegt sie sind vom Gleichnis des barmherzigen Vaters, ein wirklich dichter Sunday Morning. Ich glaube, es zahlt sich aus, dass du diesen Sunday Morning nochmal zu Hause nachhörst. Wenn du sagst, du müsstest mehr von Johannes Hartl haben, die Dombuchhandlung hat jetzt geöffnet und das ist sein Buch zu diesem Thema, Eden Culture. Kannst du, wenn du willst, jetzt gleich unten in der Dombuchhandlung kaufen. Außerdem unsere Sweater, die unten bereit liegen, von unserer neuen Home Church Collection. Schlag zu, wenn du möchtest, jetzt gleich runter in die Dombuchhandlung und nächsten Good News, was für ein Sonntag in der La Cantina gibt es heute? Schnitzel, Wiener Schnitzel. Also seid alle herzlich willkommen, wenn ihr rübergeht in die La Cantina. Danke für diesen Sunday Morning, das Schlusslied.
Ansage nur für die Leute, die da sind, nicht für die, die zuschauen. Das ist irgendwoher unser Home Church Getaway.